Spiegel Online hat den kurzen Film in Deutschland bekannt gemacht. Es handelt sich dabei um eine NASA-Animation, die aufgrund ungewöhnlicher Signaturen im Infrarotspektrum den Schluss nahelegt, dass 100 Lichtjahre entfernt vor mehreren tausend Jahren dort zwei Planeten kollidiert sein könnten. Doch Planetenkollisionen sind extrem selten. Die wirklichen Gefahren, die aus dem Weltall drohen, stellen wir Ihnen nun in einem selbstproduzierten Film vor. Falls uns in 10, 50 oder 100 Jahren ein großer Komet treffen wird, dann steht dieses Schicksal längst fest. Vor Zehntausenden von Jahren könnte sich ein solcher Himmelskörper bereits auf den zufälligen Weg zur Erde gemacht haben. Es ist eigentlich erstaunlich, dass laut statistischen Berechnungen eine größere Kollision etwa einmal in 500 Jahren vorkommen müsste. Der Grund: Es gibt Hunderttausende solcher Himmelskörper. Astronomen wie Clark Chapman und Experten der NASA äußerten ihre Befürchtungen, durch Asteroiden und Kometen drohen der Erde potenziell so katastrophale Schäden, dass sie das Ende der Zivilisation bedeuten könnten. Eines Tages, mahnte Chapman, wird uns einer dieser Brocken treffen. Ein Komet bewegt sich mit etwa 140.000 Kilometern pro Stunde durch das All. Deshalb ist die echte Vorwarnzeit auch gering. Wissenschaftler betonen jedoch, dass derzeit keine Abwendung der Gefahr möglich wäre. Stünde eine Kollision bevor, würden die Militärs natürlich trotzdem versuchen, ihn mit einer nuklear bestückten Rakete zu treffen. Es wäre bei der Geschwindigkeit des Zielobjekts aber ein reiner Zufallstreffer. Nach einer Vorwarnung würden die Menschen vermutlich Schutz in Bunkern, Kellern oder Höhlen suchen. Wenn man aber bedenkt, dass als unmittelbare Folgen eines größeren Kometeneinschlags riesige Erdbeben, Überschwemmungen, Druckwellen und Hitzeglutwellen zu erwarten sind und anschließend jahrelange Atmosphärenveränderungen und Lichtmangel mit Missernten eintreten, dann wird erkennbar, dass Flucht oder eine hinreichende materielle menschliche Vorsorge ziemlich illusorisch sein dürften. Wir würden wohl das Schicksal der Dinosaurier erleiden.